Hi. Ich grüße euch. Na, Livestream, was geht bei euch, meine Süßen? Noch einmal ganz kurz auf Max warten, denn Max ist noch einmal schnell sich entleeren gegangen, um es nett auszudrücken. Und ja, wir reacten auf was. Das muss aber auch sein. Es wird absolut witzig. Mit Ansage. Also für mich witzig. Vielleicht So, da bin ich auch habt ihr auch bereit. einfach einen Schwanz im Arsch. Max, ich habe dir schon mal den Ja, bin ich Link auch bereit. geschickt. Ich grüße dich. Und Lol, ein Kens mit Pizza. Hallo. Und ich grüße dich, Artillery. Und jetzt muss ich noch ganz einmal schnell mein Bot und mein Gedönsdingens connecten. Genau, so, let's go. ey, das kann ja was gut werden. Wann hast du das letzte Mal gefickt? Warte mal, da muss ich mal kurz deine Mama anrufen und fragen. Ich kann mich jetzt gerade nicht dran erinnern, Da hat er noch nicht das rote Telefon. Nee. Ist da die Mutter von Kemal? Ja, hallo, na Süße. Sag mal, wann haben wir denn das letzte Mal gefickt? Kannst dich auch nicht mehr so genau dran erinnern? Dann sagen wir mal vor einer Woche, oder? Gut, alles klar. Nee, dein Sohn hat gefragt gerade bei mir im Stream. Okay, ciao. Ja, Kemal, so vor einer Woche ungefähr, Bruder. Muss man natürlich alles mit ein bisschen Spaß sehen. Kemal ist natürlich nur Spaß, aber mich im Stream zu fragen, weil ich das mal das letzte Mal gefickt habe, finde ich ehrlich gesagt, keine Ahnung. So eine Frage auf eine doofe Frage gibt es halt eine doofe Antwort. Ne? Sei mir nicht Ja, sauer, war ein Kemal. Recht mit, ne? Das ist halt so. Jetzt schreibt mir der Kollege von Vodafone zurück. Also, ich hatte ja geschrieben, einfach mal einen Kollegen abends an den Verteilerkasten setzen, ist doch schon 5 bis 6 Mal in der Vergangenheit so gewesen. Jetzt schreiben die zurück, hört zu. Ja, das wäre doch der nächste Schritt. Wunder dich dann bitte nicht, wenn dort bald ein paar mehr Vodafonis am Lagerfeuer kampieren. Hä? Jetzt finde ich einfach nicht Warte mal lustig. kurz anrufen, Digga. Illumarum ist mit 5 Euro bei Jomonte. Womit backen Schlümpfe? Mit Gargamel. So, Nimmt es einfach nur. Illumarum. So, kurz mal kurz deine Mutter anrufen. Er nimmt es einfach nur. Geschrieben hat sich mal ganz hart ins Knie ficken kann. Ich bin so salzig as fuck. Seit 5, 6 Tagen funktioniert das nicht. Und jetzt versucht ihr einen auf lustig zu machen? Ja, ist mir scheißegal. Ist mir, ja. Also. Und hier, Dings. Als Entschädigung nochmal 1 Million Transfer auf mein Konto, PayPal-Konto. Besser ist. Also, hau rein. So, besser ist das, Digga. Ja, hallo? Ist das die Mutter vom Ilomarum? Ich bin der Livestreamer, also wo ihr Sohn immer zuschaut. Der hat mir gerade 5 Euro gespendet. Und jetzt halten Sie sich mal fest. Sitzen Sie? Perfekt. Der hat mir gerade geschrieben: Jo Monte, womit backen Schlümpfe? Gargamel. Ja, verstehe ich auch nicht. Voll der Idiotenwitz. Können Sie den mal eventuell mal kurz hoch in sein Zimmer gehen und ihn einmal kräftig die Nippel umdrehen und sagen, wenn das noch einmal passiert, haue ich ihm mit voller Wucht meine Hängetitten über den Kopf? Perfekt, danke. Schönen Abend noch. Hallo? Hey, EA, was geht? Ah, ihr habt's mitbekommen hier gerade. Ja, was ist da los mit den Packs? Wie? Ihr finanziert FIFA 20 schon mit meinem Geld? Ja, aber ich würde doch mal gerne eine Legende ziehen, Bruder. Hä? Wie keine Legende? Versteh ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Ich hab schon so viel Geld in euer Scheißgame reingebuttert. Warum kriegt ihr nicht mal eine Legende, Bruder? Ja, das ist für mich keine Erklärung, nur weil ich euer Scheiß FIFA 97 da finanziere. 20.097, oder was? Ja, 2097, man kennt den. Kann man nichts machen, anscheinend. Ich weiß auch nicht. Was soll ich dazu sagen?
Jetzt sagst du. Wir haben richtig unauffällig mal auf dieses Soundboard drauf. Oh, jetzt hier vielleicht nochmal auf nass. Ja, hallo? Oh, ein Augenblick, Vodafone. Hey, moin, Vodafone. Ja, was ist denn da los mit der Internetleitung? Seit einer Woche kriegt ihr es nicht geschissen, meine Leitung da stabil zu machen. Wie, ihr seid unfähig? Da kann ich ja nichts für. Ich bezahle 80 Eugen im Monat. Nein, nicht Eugen, der aus der Russen-Gegend da. Eugen, Euro. Ja. Ja, ja, ich, mein Internet hier. Ja, also, ich finde sowas halt echt absolut witzig, ne? Ich kann nichts für, dass nur Idioten bei euch arbeiten. Meine Internetleitung, 80 Euro. Ja, gut, nee, scheiß auf euch, wenn die Internetleitung nicht bald da am Stissel ist. Da muss ich euch ganz ehrlich sagen, da gibt es eine Anzeige. Gut, okay, alles klar, das haben wir uns ja verstanden. Ah, hier, wie heißen Sie? Herr Meier, gut, alles klar. Herr Meier? Halt einfach dein Maul. Leuten, da man immer. Also, das ist ja nicht mehr normal. Wo ist das rote Telefon? Ach ja. Becher ist das. So. Becher ist das. Hallo? Ich hätte gern ein paar Muschis geordert. Ja, wie immer, zu der gleichen Adresse, ja. Ja, ja, ein paar jungfräulige rasierte Muschis. Ja, und wenn sie dabei sind, schicken sie mal dem Robin Emre auch noch mal eine rüber. Und ein Stückchen Schweinefleisch. Der steht da drauf. Ja, ja. Ja, ja, hier ist die Jungfrau, genau. Ursula, die Sechsjährige. Die soll ihm mal zeigen, wie man auf alten Schiffen segeln lernt. Gut, alles klar, hau rein, Digga. Besser ist das, Digga. Ja, ich sehe 60 FPS! Nee, man soll den Tag nicht vom Arm loben, Bruder. Besser ist das. Boah, jetzt leckt's aber wieder bei mir. Ach, halt deine Fresse, gar nichts leckt. Du Stück Scheiße. Oh, da kommt ein Anruf rein, Freunde. Ja, na, Big Mac? Ja, wie, läuft flüssig? Ja, ich weiß, dass flüssig läuft. Ja, nee, ist klar. Warum sollte ich dir jetzt 50 Euro überweisen? Sag mal, hast du einen Schaden oder was, Big Mac? Willst du den Mund loswerden? Ja, besser ist das, Digga. Ja, die Entschuldigung nehme ich vielleicht später an. Keine Grüße gehen raus an dich. So, Big Mac hier, da hat er wieder Ansage gedrückt, der Hund, du. Lach nicht so hässlich, Rentnersohn! Sonst kürzt ich dir die Rente. Oh, sag mal, hier kommt noch mal ein Anruf rein, Bruder. Mal, hallo, Ingrid. Hallo? Oh. Hallo? Hier, ein Tuch für Arbeit, ja, was ist denn los? Ja, wie, der Gurken jetzt soll ich mal einen Job suchen? Der streamt doch. Wie, ihr wollt in die Rente kürzen? Jetzt ernsthaft? Ja, 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 weiß auch nicht. Ja, ich habe jetzt auch keine Zeit. Bin gerade mit dem auf dem Teamspeak. Auf dem Discord. Kann jetzt nicht über ihn ablästern. Ja, ich weiß. Ein Euro-Job, okay, alles klar. Tschüss. Ich bin mal eben AFK kurz ein, zwei Ründchen zocken. Ja, alles klar. Hä? Wer ist das jetzt, Digga? Horny, hast du gerade gesagt, du gehst ein, zwei Runden zocken. Wie, du willst jetzt in Runde auf schwulen Pornos masturbieren? Ach, das soll der Leistung nicht wissen. Oh, nee, ich kann dir keine Seite anstellen. Ja, ich bin in der Region nicht so unterwegs. Ja, nee. Kannst ja mal vielleicht irgendwie www.rentnerporn.de checken. Da sollte eigentlich das dabei sein, was dir gefällt. Ja, kein Problem, aber doch gerne, Digga. Wie gesagt. Gut, alles klar, viel Spaß, Horny. Ich weiß genau, dass ich das nicht will. Rent. Also eigentlich will ich das nicht, ne? Ja, sorry, jetzt kann ich halt losgehen. Oh, Glück gehabt. Oh. Dann gehen wir auf soldaten.cc. Nix ist. Da kommt ja gar nicht klar auf seine Umwelt. Ich hab nicht auf durchgespielt. Ich hab alles mitbekommen. Ich weiß nicht, was du meinst, Digga. Ja, ja. Was meinst du, Bruder? Ich kann mich nicht weiter an nichts erinnern. Was meinst du? Aber, nee, das war eigentlich mal hier gerade eine Audiospur abgespielt. Ach so. Regie, was war denn da los? Wir können Horni den Rentner nicht leiden. Gut, okay, kann ich irgendwo nachvollziehen. Grüße gehen raus an die Regie. Monte, heute siehst du wieder sexy aus. Veteran Phil. Danke dir, mein süßen Digga. Da ruf ich direkt mal deine Mom an. Einen Augenblick. Ich brauch so ein Telefon, Alter. Ja. Hallo? Ja, hallo? Ingeborg, bist du's? Ja, hier, moin. Dein, Ingeborg, grüß dich raus an Ingrid. Ich hab gerade in meinen Stream reingeschrieben. Ja, 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 ja. Der benutzt auch das Internet um die Uhrzeit noch. Ja gut, hab ich gesagt. Also, er hat mir gerade hier in den Chat reingeschrieben, dass ich heute wieder verdammt sexy aussehe. Wie, Ingeborg? Nein, dein Sohn ist nicht homosexuell. Was erzählst du denn da? Und selbst wenn, das wäre doch nicht schlimm. Nein, er will nicht mit mir schlafen. Er hat das nur so geschrieben. Nein, er hat auch dahinter keinen Kappa geschrieben. Er meint das ernst. Er meint einfach auf korrekt, ich sehe heute wieder verdammt sexy aus. Ja, da brauchst du dir keine Sorgen machen, dass er auf Pimmel steht. Da musst du dir wirklich keine Sorgen machen. Wollte nur sagen, Ingeborg,
gib mir mal eine kleine Lohnerhöhung, ein bisschen Taschengelderhöhung. Ja, Mama, genau, Mama 8,88 Euro mehr im Monat. Genau, Ingeborg. Ja gut, alles klar, ich wünsche dir noch was, ne? Mach's gut, ciao. So, da hab ich mal direkt geklärt, Digga. Hast du direkt eine kleine Gehaltserhöhung bekommen, man kennt ihn. Ah ja, den hab ich eigenhändig gebannt. 88 ist die Anzahl der Black Cox, die du jeden Tag bloßt. Toller Pimmelwitz, Digga. Toller Pimmelwitz. Hab fast gelacht, Digga, dass du gesagt hast, die 88 steht für die Anzahl, wie viele schwarze Schwänze ich gelutscht hab. Wirklich, also da, Digga, da muss ich wirklich sagen, du. Da muss ich wirklich sagen, also der war, ja, komm, Digga, lass gut sein. Da müssen wir mal ganz kurz den Humor anrufen. Hallo? Humor, bist du's? Jo, hier ist Monte. Na, was geht? Ja, du nicht viel, ich bin gerade am Livestream. Nein, ich denke... Ja, ich zock gleich Fortnite. Ich bin am Livestream, danke. Humor, ich habe hier mal eine Frage, Digga. Hat er gerade sich beschwert, dass er gebannt worden ist. Und er meinte, er hat einen Pimmelwitz gemacht. Ja, du, ich kann da nichts für, dass es ein Pimmelwitz war, okay? Er meinte so mäßig so, ja, 88 steht für die Anzahl der, für die Anzahl... was ich an schwarzen Schwänzen schon gelutscht habe. Wie Humor, du willst mich zur Beleidigung durchstellen. Ja, nee, ich sehe es aber halbwegs ähnlich, Digga. Also ich hab's auch ehrlicherweise für... ficken. Nee, ich meine nicht deine Mutter. Ich muss auflegen, Digga, ich bin am Game, hau rein. Ja, hast ja gemerkt, ne? Fand Humor auch nicht so gut. Mach gleich private, muss nachher arbeiten. Black Death, ich richte natürlich meinen kompletten Stream danach, ob du nachher arbeiten musst oder nicht. Auf jeden, Bruder. Warte, ich... Hallo? Ja, hier ist der Herr Eris. Moin. Sagen Sie, sprecht da mit dem Arbeitgeber vom Black Death? Ah ja, genau. Ja, der Schlinge schaut hier gerade bei mir im Livestream und hat zu mir gesagt, ich soll jetzt Private Games machen, weil er später arbeiten muss. Wie er wurde gekündigt. Weil er seinem Arbeitskollegen den Schwanz gelutscht hat? Ja gut, dann kann ich ja auch später Private Games machen. Okay, alles klar. Hau rein. Ja, anscheinend können wir doch später Viewer Games machen. Während der Arbeitszeit, Digga, never fucks the company. Das ist so geil, Alter. Ich finde das so... Es ist einfach so niveaulos und so geil, ey. Niveaulos, das ist so geil. Oh Gott, Alter. Also ich muss mir jetzt noch einmal schnell ein Nvidia-Treiber-Update runterladen. Freunde, das dauert noch eine Minute und 10 Sekunden. Der gute Fahrer. Ich sammle Spenden für Rette die Welt und du für Kopfhörer. Ja, Digga. Ich sag mal so, Kopfhörer sind halt geil, ne? Man kennt ihn. Habe ich schon 10% vom Donation-Goal, Digga. Absolut geil. Max, Runde Fortnite. Nein. Gibt es irgendwas Relevantes auf YouTube? Das ist YouTube. Ach, Open Mind wurde gesperrt, aber hast du schon mitgekriegt. Ja. Tanzverbot und Strike bekommen. Hä? Das war richtig unehrenhaft. Hä? Hä? Julian hat schon den ersten Eindruck auf eine Qualifikation von Jay hochgeladen? Hä? Ja. Ja, aber die Qualis sind doch noch nicht online. Die kommen Sonntag eigentlich aus. Hä? Bug oder was? Hm. Vielleicht, warte. Ich denke mal, das ist ein Fehler. Ja, Digga, Julian versteht einfach YouTube nicht mehr. Der ist ein bisschen aus der Übung. Er hat einfach, wie hieß der Typ? Er hat einfach zu hart das Arschloch von Rich geleckt oder von dem Vibe aus seinem Video. Von Sly. Nee, Rich, Sly war das Vibe. Ja, ich weiß. Ja, aber die Dingens,
Die Nutte in dem Video von Rich Jer, Digga, da wo man das Arschloch gesehen hat. Ach, die. Ja, genau die. So. Nee, ich dachte, du meinst jetzt, dass Rich Jer weiter wäre, aber ist er ja nicht. Nee, zum Glück nicht. Nee, das war auch echt scheiße, wobei Sly ist auch scheiße. Aber ich fand Sly jetzt gar nicht mal so scheiße. Also es klingt halt so hardcore abgehackt, finde ich. Ja. Es macht halt so hardcore auf Assi-Schlampe. Ja. Wobei, das kriegt sie wieder gut hin. Oh, ich bin müde, ey. Es tut mir leid, dass ich das jetzt on-stream machen muss, Kenners, aber wenn ich jetzt meine Nvidia-Treiber nicht aktualisiere, dann habe ich gleich in-game irgendwie so 2 FPS. Das ist eher passiv. Ja, keine Ahnung, warum das ist. Das hatte ich auch schon bei meiner 390 so. So, ist ein neues Treiber-Update draußen, lädst das nicht runter, hast du wenig FPS. Ganz, ganz merkwürdig. Richtig komischer Bug. Das ist kein Bug, es ist ein Feature. Yeah. Ich überlege mir jetzt halt, also ich gucke halt zurzeit echt nach irgendeinem neuen Renngame, das ich mir gönnen kann, was nicht allzu teuer ist. Dann hol dir irgendein älteres nicht for Speed. Ja, vielleicht, ja, das Neueste, das kriegst du auch schon für ein 20 oder so. Hol dir doch einfach erstmal irgendwie Hot Pursuit, das kostet 3 Euro, gibt's sogar Multiplayer. Ja, Multiplayer will ich ja gar nicht erst. Aber es ist, du spielst es ziemlich, ziemlich lange. Ja. Es macht Spaß, es ist eigentlich so vom Schwierigkeitsgrad wie Forza. Und es kostet 3 Euro. Ja, mal gucken. Ich brauche halt irgendein Game, was ich zocken kann, wenn ich im Bett lieg. So auf entspannt, auf gemütlich. Ja, das kannst du nicht, was wird ganz gechillt. Ja. Deswegen, oh, kurz Black Screen. Oh, Junge, Alter, ich bin so müde. Ich hatte kurz Black Screen. So. Es gibt auch einen neuen Operations-Modus in BF1. Okay, cool. Ja, der ist jetzt irgendwie kürzer dann. Operation Small oder irgendwie so heißt das. Irgendwie, keine Ahnung. Hab ich auch noch so halb mitgekriegt. Grid 2 oder 3, Grid sagt mir gar nichts. Grid ist, glaube ich, der Vorgänger von Project Cars. Ja, ich möchte halt keine Simulation haben. Nee, Grid, da muss Grid ist Simulation. Grid 2, warte mal, ich komme jetzt zu meinem Trailer an. Codemasters sagt mir irgendwas.